Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Subnautica. Ja, ihr Lieben, wir sind immer noch dabei, uns unten eine kleine Base hinzubauen. Haben auch soweit fast alles geschafft und sind eigentlich dabei, jetzt die Energieversorgung irgendwie hinzubekommen. Was hoffentlich auch funktioniert. Ja. Gott sei Dank sehe ich das von Weitem. Oxygen production offline. Kabelsalat und Schmierstoff. Wäre so schön, um wahr zu sein. Ich weiß nicht, ob wir den Kabelsatz, ich sag immer Salat dazu, hinbekommen. Dazu brauchen wir Silber und Silber haben wir zu Hause. Und Schmierstoff. Da muss ich mal gucken, ob ich den hier irgendwo finde. Ich glaube, das sieht hier auch so ein bisschen schlecht aus. Da lang. Wartet. Geh mal hier hin. So, lasst mal gucken. Wir müssen nach Hause. Schade. Quatsch. Ja, wir müssen nach Hause. Kabelsatz, da brauchen wir Silber. Silber haben wir momentan nicht. Dann würde ich sagen, werden wir das mal zusammen tun. Alles ausräumen, was wir hier eigentlich haben. Schade, ich hätte das gerne jetzt irgendwie hinbekommen. Quatsch, ich wollte speichern. Schade, schade. Wir könnten eigentlich auch runterschwimmen und ich schwimme jetzt nach Hause. Waren wir da eigentlich schon? Trotzdem hätte ich gerne das Steve-Modul immer noch. Und ich wette mit euch, ich schwimme ständig dran vorbei. Wie, ich kann hier nicht durch... Was ist denn du? Du siehst so komisch aus.
Kann ich essen? Nö. Schade. Ich ärgere das ein bisschen auch mit den Krebsteilen. Wir hatten Krebsteile gefunden. Er hat es irgendwie nicht übernommen. Und den Code für die Bar ist es oben, haben wir auch nicht. Lol. Na, nicht das Beutelchen anknappern. Was haben wir hier? Lass uns mal hier reinschauen. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Es ist ja in Ordnung. Wir auch alles weggelootet. Ist das warm? Nein. Lithium. Was bist denn du? Oh. Hat nicht irgendeiner geschrieben, wir haben das nicht? Bin leicht verwirrt. Ich dachte, wir hätten die Seemotte nicht. Aber nur leicht verwirrt. Hier werde ich, glaube ich, auf jeden Fall ein Dings hinpacken. Hier geht es irgendwie weiter runter. Ich hatte gerade wieder diese komische Sicht. Gut, ich glaube, das wartet erstmal das Zuhause.
Fahr mal ein bisschen weiter hier hin. Hab ich denn noch? Ja, perfekt. Nehme ich. Macht das sehr viel. Oh, fuck. Ich bin Genie. Bisschen Wasser und dann würde ich sagen, tauchen wir mal dieses Gebiet weiter ab. Werden natürlich speichern. Sollte ich mal den Knopf finden. Müssen wir mit? Ernsthaft jetzt? Ich glaube, dieses Biom ist noch nicht fertig. Ja, ich glaube, das ist noch nicht fertig. Das wird noch ein bisschen dauern. Ist irgendwo etwas. Ich muss erstmal die Bahnhof. Oh. Ja, pff, wie blind kann man sein? Ich schnapp mir mal kurz die Bimmelbahn. Da stehen wir direkt davor. Nice. Sehr schön, wir haben es überlebt. Oh, kleine Helia weiß schon wieder nicht, wie die Knöpfe funktionieren. Schauen wir uns mal das Teil an. Kann sein, dass es noch nicht vorhanden ist, das gute Stück. Es sieht nämlich hier noch sehr leer aus. Hinten. Ich gehe erstmal eine Runde pennen. Ich
Guten Morgen. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Fress mich nicht. Hier ist etwas. New technology created. Botanikabteil. Was zum... Panikabteilung? Pflanzenmampfen und so. Was bist denn du? Haha. Okay. Hier ist soweit nichts. Lass uns mal das Shuttle hier angucken oder was das auch immer sein soll. Panik. Das heißt also, wir können... Oh, ich will da rein. Bin schlank! Oh. Scheiße. Das nimmt mir natürlich die Zeit. Wir haben natürlich keinen Platz. In der Bahn. Haben wir halbwegs alles? Wir werden gleich nochmal weiterschauen. Bin ich so schnell für das Spiel? Ich glaube, ich bin zu schnell für das Spiel. Da sein können. Ich weiß nicht, ob das da oben gemeint ist mit unserer Sicht oder ob hier unten noch irgendwas ist. Klein Ellen sagt jetzt zum Beispiel absolut gar nichts. Ist ein bisschen schüchtern, der junge Mann. Ich glaube, das ist da oben gemeint. Eigentlich könnte man schon vorarbeiten und hier auch eine Base hinbauen. Aber das Problem ist, man weiß nicht, was die guten Entwickler hier noch alles reinpacken. Und inwieweit die Strukturen dann... bisschen zerstört werden. Ich glaube, das hat das mit dem Teil da oben zu tun. Es? Ruhig, Brauner.
Ruhig. Dann nur ein bisschen rumschauen. Ach, wartet. Mensch, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Machen wir erstmal. Wir sind natürlich in dem Gebiet, wo uns alles... Oh, Kacke, Mann. Wo uns natürlich alles fressen möchte. Lasst mal schauen. Nee. Nee, gibt's nicht. Wir haben es zwar eingesammelt, aber... ist nicht vorhanden. Gut. Schade, würde ich sagen. Habe ich denn das? Ich weiß nicht, ob wir dahin schwimmen sollen. Tin. Freut sich gerade das Teil unter mir? Was ist das? Ich gehe voll auf Risiko. Könnte auch sein, dass hier nichts ist. Aber wir könnten hier diesen riesen Wurm entgehen. Der uns die Bahn sonst zerstört, der da irgendwo hockt. Die freuen sich alle. Ist ja knuffig. So. Schwimmelbeute. Ich habe da nur Shift gedrückt. Ah, das könnte sein, dass es... Schnell durch. Genau das Vieh wollte ich umgehen. Habt ihr das? Habt ihr denn einen Fisch? Mann, ich dachte, mein Hinterteil würde das noch einfangen. Wir haben jetzt aber eine Botanik. Ich habe irgendwas eingesammelt. Lol. Gut. Wir haben... eine Base mit Code... Den Code haben wir noch nicht. Dann suchen wir immer noch das Tiefenmodul. Könnte sein, dass es hinter der Tür ist, wo der Code drin ist.
Ich glaube, ich habe irgendwas überfahren. Gut, wir pflanzen die Melonen ein, packen alles rein, was wir brauchen für den Bioreaktor. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir da eine Unterwasserbasis einrichten. Müssen wir so oder so machen, um das Biom vielleicht ein bisschen zu erforschen. Wir brauchen ja eigentlich nur einen Bioreaktor und diesen einen Raum und das war's. Wir brauchen ja nur ein bisschen Sauerstoff. Ich könnte auch den Bioreaktor hier klauen. Nee, ne? Machen wir nicht. Wir bekommen das hin. Klar. Und den Kontrollraum müssten wir mal machen. Den Kontrollraum. Ist alles voll? Melonen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir nicht mitnehmen. Kupfer haben wir sehr viel. Ach Quatsch. Welcome aboard, Captain. Ah ja. Tausch. Bitte. Das packen wir auch erstmal rein. Eigentlich können wir... Fragen. Hast du denn noch Platz? Nö. Ja, ich glaube, den habe ich ein bisschen doof hingestellt. Ich will jetzt auch nicht so weit laufen, deswegen würde ich sagen, packen wir die Beete. Könnten wir eigentlich hier hinpacken? Ich hatte getan. Können wir die Melonen gleich einpflanzen, dann haben wir wenigstens ein bisschen Melonen. Schön. Wir haben Melonen. Erstmal alles sortieren und aufräumen, aber ihr Lieben, ich glaube, das werde ich offline machen. Das wird sonst ein bisschen langweilig. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.